Guten Morgen, Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Am vergangenen Mittwoch wurden Abgeordnete des Deutschen Bundestages, darunter auch ein Mitglied der Bundesregierung, innerhalb dieses Hauses massiv bedrängt, ohne ihr Einverständnis aggressiv gefilmt und, so legen es die Aufnahmen nahe, übelst beleidigt. Die Bundestagspolizei und hoffentlich bald auch die Staatsanwaltschaft prüft diese Vorfälle mit Blick auf Hausfriedensbruch, auf den Straftatbestand der Störung der Tätigkeit eines Gesetzgebungsorgans und auch auf Nötigung und mögliche Beleidigungstatbestände. Das ist gut und richtig so. Nach den ersten Erkenntnissen sollen die in Verdacht stehenden Personen durch Hilfe von AfD-Abgeordneten Bistron, Müller, Hemmelgarn in den Bundestag eingeschleust worden sein. Schleusertätigkeit sozusagen. Doch nicht genug. Damit nicht genug. Der AfD-Abgeordnete Huber soll mehrfach versucht haben, ohne Erlaubnis in fremde Büros mit Kamera und anderen Personen zu gelangen. Gut, wenn die Videos gelöscht sind, dann war das ja nicht besonders erfolgreich, weder in der einen noch in der anderen Hinsicht. Aber, meine Damen und Herren, wir sind es ja gewohnt, dass die AfD in jeder Plenarwoche versucht, parlamentarische Abläufe zu behindern, das Ansehen des Parlaments zu schädigen. Das kennen wir alles, jedenfalls die ersten parlamentarischen Geschäftsführer ganz besonders. Es ist immer so herrlich, ja. Ich meine, das hört man ja als Zuschauer nicht. Kaum hat man es ausgesprochen, ist da totale Aufregung. Ja? Also man merkt es ja gleich. Weil Sie müssen die Wahrheit auch aushalten, Herr Baumann. Deswegen sage ich Ihnen, seit Sie in dieses Haus eingezogen sind, geht es Ihnen darum, diesen Bundestag schlecht zu machen. Sie wollen das Ansehen der anderen Fraktionen und des Hauses selbst in den Dreck ziehen. Das ist permanent Ihre deutliche Absicht. Das sieht man doch darin, AfD-Mitglieder drehen irgendwelche seltsamen Filmchen um den Bundestag irgendwie in ein völlig anderes Licht zu stellen. Mit unsinnigen Geschäftsordnungsmanövern betteln sie um Aufmerksamkeit in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien. Ihnen geht es nicht um die Sache. In den Ausschüssen glänzen ihre Mitglieder oft durch körperliche oder geistige Abwesenheit. Nein. Nein, es geht Ihnen nicht um die Sache, es geht Ihnen um Effekthascherei, um Futter für Ihre Kanäle. Sie wollen dort Feuer anheizen, und deswegen ist dieses Rednerpult hier für Sie nicht der Ort der Debatte. Dieses Rednerpult ist für Sie allein Kulisse für Ihre Videoclips, und das ist die größte Verachtung des Parlaments durch Sie. Sie verweigern die Arbeit hier, Sie verweigern die parlamentarische Arbeit. Und mit den Ereignissen von vorgestern ist nun allerdings eine neue Qualität erreicht. Was wir Mittwoch erleben mussten, ist nicht weniger als ein Angriff auf das freie Mandat und ein Angriff auf die parlamentarische Demokratie. Und da hört der Spaß nun wirklich auf. Abstimmung hier im Deutschen Bundestag, insbesondere eine spezielle Abstimmung, sollte offenbar nicht mit Argumenten, sondern durch Bedrängung, ja, man könnte auch sagen, durch Nötigung beeinflusst werden. Und nach meiner Überzeugung sind diese Ereignisse vom Mittwoch nicht plötzlich und wir können ja nichts dazu, Herr Gauland, passiert. Sie sind in meinen Augen der Tiefpunkt einer dauerhaften Strategie der AfD in diesem Hause. Und ich will Ihnen eins sagen. Ich will Ihnen hier an diesem Ort der Debatte eins sagen. Sie täuschen sich. Sie beeindrucken uns nicht. Sie mögen vielleicht die Methoden der Weimarer Zeit anwenden, aber diese Demokratie hat aus Weimar gelernt. Sie ist standhaft und sie ist wehrhaft, und Sie erreichen nicht das, was Sie wollen. Die größte Heuchelei ist die Nummer mit der Plakataktion und dem Grundgesetz. Sie halten hier Plakate des Grundgesetzes hoch und parallel sorgen Sie dafür, dass diese Verfassung mit Füßen getreten wird von irgendwelchen Leuten von Ihnen, parallel mit Ihrer Aktion, die Leute hier zu bedrängen und zu nötigen. Wenn Sie Angst um Ihre Verfassung haben, kontrollieren Sie sich selbst. Und ich will jetzt Folgendes sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuellen Aktionen aus den Reihen und dem Umfeld der AfD sind keine Lappalie. Das ist ein Bruch mit unserer parlamentarischen Kultur. Und ich will Ihnen sagen, wir als CDU/CSU wollen einen fairen Parlamentarismus. Wir wollen ein Ringen
mit und durch Argumente. Wir wollen überzeugen und nicht einschüchtern. So geht Demokratie. Kollege Kosse-Brömer, die Redezeit ist vorüber. Ja, und deswegen sage ich auch mit meinem letzten Satz, was die AfD will, hat kürzlich jemand aus den Reihen ausgeplaudert. Ich zitiere einmal mehr, der AfD Herr Kollege Brömer, gut, Herr Kosse-Brömer, nein, nein. Entschuldigung, tut mir leid, Sie müssen jetzt Ihre Rede beenden. 5 Minuten in der Aktuellen Stunde ist leider eine strenge Pflicht. Ich hatte tatsächlich 5 Sekunden. Nein, vielen Dank. Sie haben sich entlarvt.